Willkommen zurück zu einer neuen Folge Skyrim. Hier in Folge 55 stehen wir noch mit Frost zusammen in der Landschaft und haben einen Wachturm entdeckt. Doch die ganzen Wachen waren schon tot, das waren wir gar nicht selber. Und Alex räumt hier gerade mal die Leichen aus. Die sieht doch ganz gut aus. Ja, wir haben auch alles Mögliche gerade dabei. Also Traglas ist fast ausgeschöpft und müssen wir mal wieder verkaufen gehen. Wir haben ganz schön viel Diebesgut, glaube ich, dabei. Auch an feiner Kleidung und so. Mal schauen, was wir bei dem Hehler dafür kriegen. Soll ich noch ein Schild mitnehmen? Oder einen Bogen? Ja, wie du willst. Kann ich auch vorne mitnehmen. Wenn wir voll sind, haben wir Pech. Müssen wir was loswerden. Ja. Gut, was liegt hier noch Schönes? Ah. Bisschen Zeug. Da liegt ein Brief. Brief. Na, komm her, Brief. Da liegt gar kein Brief. Den kannst du bestimmt nehmen, wenn du irgendwie mit einem anderen Winkel guckst. Oder? Springen wir auf den Tisch? Ich weiß nicht, dieser Brief möchte nicht von uns höchst merkwürdig. Na gut. Mitgenommen werden. Vielleicht ist es noch ein wichtiger Questbrief, den wir noch nicht haben dürfen. Wer weiß. Gehen wir erstmal weiter gucken. Oh, hier ist auch nochmal. Ah ne, das ist ein Schatten. Oh, ein ganzer Köcher voll. Nicht schlecht. Was ist denn hier los gewesen? Weiß man nicht so genau. Oh, Gold. Ja. Ja. Wow, jetzt sind wir gleich voll. Geh auf. Ach, das ist eine Frau. Guck mal an. Tolles Schloss. Oh! Ja, nimm mit. Ne? Wir sortieren gleich mal was aus. Pfeile gehen. Ich glaube, die brauchen wir nicht mehr, die Wachrüstung, oder? Ne, wir müssen ja eh was aussortieren. Ja. Obwohl, was passiert denn, wenn wir damit aufs Pferd steigen? Kurz ausprobieren. Und wenn ich einen Trank dabei, der unsere Ausdauer mal erhöht kurz und dann können wir mal eben Schnellreise zu einem Händler machen oder so? Weiß ich nicht. Ich will mal kurz gucken, ob Frost uns so trägt. Ob wir raufgeklettert kommen. Ja. Passt rein. Super Pferd. Alles klar. Dann auf nach Riften. Gut, dirigierst du? Ich weiß nicht, wo das ist. Na gut, schauen wir mal. Einfach hier so nach da. Wo sind wir denn hingelaufen? Na gut. Markierung setzen. Ach so, schnell nach Riften reisen. Ja, nehmen wir. Ist das Pferd dann auch dabei? Ich schätze mal. Cool. Auf dem Pferd kann man also mehr mit sich tragen, als man eigentlich kann. Und dann noch Schnellreise machen. Wenn man auf dem Pferd sitzt, ne, lustig. Sehr nützlich. Wo ist das Pferd? Oh, Kacke. Vielleicht in dem Stall? Ja. Oh, ich bin immer noch dick. Ich komme nicht hinterher. Wo ist denn der Händler? Bewegst du dich wenigstens hier endlich mal in Schrittgeschwindigkeit? Und nicht fallen mit, wir nicht so doll auf. Nicht mit 30 in der Fußgängerzone. So, gehe ich gerade richtig? Da ist doch der Markt, ne? Sieht sehr gut aus. Schade. Wir haben gar nicht unsere Kapuze auf. Hast du die abgenommen? Nee, habe ich eigentlich nicht. Boah, Moonwalken. Wieso haben wir die nicht auf? Warum nicht? Diebesgildenkapuze. Wir sind ja bei der Diebesgilde und haben eine volle Montur bekommen. Mehrfache Ausführung. Die tragen wir natürlich auch gerne. Kannst auch feine Kleidung anlegen, wenn du willst. Was wir alles dabei haben, ist ja Wahnsinn. Die gestohlene feine Kleidung. Ja. Mann, sieht schon cool aus irgendwie. Na, Bettler, willst du einen Euro? Kriegst du. Aber natürlich, ich bin ja nicht. Ja. Oh, vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Danke. Oh, guck mal, Geschenk. Irgendwas, wir wurden gebufft, glaube ich. Helka,
Hat jemand versucht, kann man nochmal seine Buffs sehen? Glauben verstärken, klauen. Ich glaube nicht, das war einfach nur ein Achievement oder sowas. Gibt sowas? Geschenk aus Nitz. Nebel, oh ja. Redekunst steigt für eine Stunde um 10 Punkte. Oh. Nicht vielleicht schlecht, oder? 10 Punkte? Das, oh, heißt, das heißt, wir können jetzt teurer verkaufen, oder? Ja. Na, Trifa? Nein, ich verstehe. Mich noch es ist weg, also muss Greta es haben. Er sorgt sich zu sehr um Rüft. Ich wünschte, die Leute in dieser Stadt würden aufhören mit dem Finger. Was ist denn hier los? Sind da gar keine Händler? Achso. Ich glaube, die haben sich gerade darüber unterhalten, was passiert ist. Und weswegen Brandschei im Knast sitzt. Okay. Hm. So, Grelka, was hättest du denn gerne? Du hättest gerne die Eisenrüstung, ja, das ist doch gut, die können wir mal loswerden. Ja. Tschüss. Und was ich glaub, war Waffen. Bei ihr waren, glaube ich, Waffen ganz hoch angesagt. Kannst du bei uns auch auf Waffen gehen, wenn du willst. Kannst du die feine Kleidung nimmst auch. Wieso nimmt sie die denn? Ist die nicht geklaut? Ich glaube nur die Hälfte davon, ne? Die feine Stiefel können weg, Fellarmschienen können weg, die Feuersalze brauchen wir noch. Holzschale. Jagdbogen kann weg. Die Lederstiefel können weg. Boah, die sind ja echt gut wertvoll. Die können weg. Die Pelzstiefel können weg. Der Wachhelm kann weg. Die Wachrüstung. Mann, das läuft ja ganz gut. Brauchen wir die noch? Nee, ne? Boah, 223 gibt sie uns dafür. Machen wir. Brauchen wir den Stahldolch noch? Nee. Den brauchen wir auch nicht. Hm. Oh. Das wird nichts. Nee. Wird nicht mehr so viel Geld, dann verkaufen wir ja noch mal ein paar andere Sachen. Tintenfass. Nö, nö. Was haben wir denn sonst noch, was wir loswerden wollen? Gar nichts, ne? Mist. Hm, Zwergenzweihänder. Schaden 21. Hatten wir sowas schon mal? Ich glaube schon, ne? Wollen wir den eigentlich verkaufen oder behalten? Wenn du ihn cool findest, können wir ihn auch erstmal behalten. Ich würde ihn erstmal behalten. Gut. Wenn wir jetzt auch gucken, wie viel Gold wir haben. 5.579. Und jetzt können wir auch wieder rumlaufen. Ja, den Rest können wir mal in der Folgenpause wahrscheinlich verkaufen. Genau. Da können wir auch mal schauen, ob wir beim Hehler vielleicht was verkaufen. Mal schauen, ob wir das noch mit reinnehmen in eine Folge. Dass man auch mal beim Hehler was verkauft, nämlich die gestohlenen Sachen. Würde mich auch mal interessieren, wie viel Gold so ein Hehler hat. Ja. Dann, was machen wir denn als nächstes? Also, auf unserem Plan, den wir uns gemacht haben, steht, wir wollten gerne Vorräte nach Hochrodgar bringen. Dann markiere ich das einmal schnell. Mach das mal. Nur nochmal auf der Karte. Bei Verschiedenes musst du es auch noch markieren. Zweimal. Weißt muss du hier irgendwo auf dem Berg sein. Also hier auch noch? Ja. Ah ja, okay. So, ne? Und dann nochmal Karte. So. Und dann hier. Ach, da ist das. Dumm, tatsächlich. Alles angezeigt. Klar. Wie kommen wir denn da am besten hin? Ich habe keine Ahnung, wir nehmen einfach eine der Städte. Vielleicht Iverstadt, da haben wir zumindest an Nähe den Auftrag erhalten. Und dann wird es auch von da aus wahrscheinlich losgehen. Ja, schauen wir mal. Irgendwie wird man schon auf diesen Berg raufkommen. Wir hätten uns genau merken sollen, wo wir den Beutel gekriegt haben mit den Vorräten. Ja. Damit wir dann einfach an den Ort zurückgehen und von da loslaufen können. Aber das müsste hier gewesen sein. Was liegt denn hier? Oh, ich will das mitnehmen. Für zu Hause, ne? Ja. Obwohl, eigentlich sammeln wir ja nur Trollschädel. So, da hinten ist doch die Brücke, oder? Ist das nicht die, wo wir das gekriegt haben? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Das sieht genauso aus wie die Brücke, an der wir das gekriegt haben. Echt? Ich verkaufe Kohl. Das kann sein. Hier ist auf jeden Fall eine von... Ja, die sah so aus, ne? Ich glaube, das war hier. Okay. Dann gleich mal rüber huschen. Keine Zeit verlieren. Nein, das kann ja nicht so lange dauern, auf so einen Berg raufzusteigen, oder? So, ein bisschen beten. Lesen, Schrifttafel, okay. Emblem 1. Vor der Geburt der Menschen haben die Drachen ganz Mundus beherrscht. Ihr Wort war die Stimme und sie benutzten sie nur, wenn es absolut notwendig war. Denn die Stimme konnte den Himmel verdunkeln und das Land überfluten. Mhm. Tja, was hat er gesagt? 720 Stufen?
Ja. Die fordern ihren Tribut. Das ist eine Spinne. Und los geht's. Ich glaube, Fernkampf machen wir lieber nicht. Alter! Du Mistvieh. Oh Gott, ich muss kurz weg. Entschuldigung! Das waren ja schon mal, die ersten Stufen waren ja schon mal sehr erfolgreich. Jetzt weiß ich auch, warum er da nicht lang gehen wollte. Oh! Das hat aber ganz schön viel gekostet. Das probieren wir gleich nochmal. Die Macht des Schattensteins macht dich einmal am Tag unsichtbar. Cool. Wir sollten mal einen Schattenstein finden. Hast du schon mal einen gesehen? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, vielleicht sind wir an einem vorbeigelaufen. Das kann doch nicht. Das Gold haben wir. Gut. Ja. Dann schauen wir nochmal schnell, ob der Quest noch markiert ist. Sieht gut aus. Wir lassen uns nicht entmutigen und reisen wieder nach Iverstadt. Ist ja immer nur so ein Katzensprung. Guck mal, so sehen die aus, die Rotwardonen. Ja, wir müssen auch noch eine Rotwardonin finden. Irgendwo in Weißlauf. Richtig? Also in dem... Ich weiß nicht wo. In der Gegend Weißlauf, nicht in der Stadt Weißlauf. Stimmt, Weißlauf ist ja ein ganzes Gebiet. Das ist ja nicht nur die Stadt, sondern auch noch die Ländereien drumherum. Wartet, ich kenne euch doch. Ja, kann gar nicht sein. Wir haben eine Kapuze auf und sind unerkannt. Genau. So. Was hatte ich denn sonst? Ich hatte doch immer den Schild. Deswegen bin ich auch so schlecht. Braucht den Weißläufer-Wachenschild. Ja, wahrscheinlich sind die Funken auch schon ein bisschen schwach, weil wir in der Hinsicht gar nicht gelevelt haben. Und auch nicht geskillt, meine ich natürlich. So, du zählst Stufen. Ich glaube, das Ding müssen wir nicht nochmal lesen. So, Spinne, wo bist du? Das gespeichert? Na klar. Ach ne. So. Ist jetzt da auch eine Spinne? Wo ist die denn? Hey. Wo bist du, du Mistvieh? Da! Aua. Du bist vergiftet worden, Alex. Stand da gerade. Ah, Alex, hast sie fast. Zack, das war's. Mach. Sehr schön. Unschlagbar. So, was hast du? Oh, Gold. Gift und Gold. Endlich haben Spinnen mal Gold dabei. Es wurde auch Zeit. So. Weiter im Text. Gott, das war der erste Gegner. Hoffentlich wird das nicht wesentlich schlimmer. Oh, Verzeihung. Ich dachte, vielleicht springt jemand da rein. Der tut uns nichts, der Bock. Oh, guck mal, der Mond auf der rechten Seite. Oh, der ist aber ganz schön groß. Mhm. Mal hier, ich habe meinen Trupp von Verteidigern. Einer passt hinter mir auf, einer vor mir. Der Mond sieht echt cool aus. Da ist jemand. Bestimmt ein Freund. Das klappt. Der liest gerade. Hoffentlich ist er... Wir sind gar nicht da. Wir sind ein Stein. Wirklich? Miau. Nein! Guck weg! Ist wirklich ein Freund. Ist ja cool. Wollen wir mit ihm reden oder wollen wir ihn... Erstmal in die Taschen gucken. Seid auf der Hut. Er hat nichts dabei. Na gut. Oh, Wölfen, wenn... Ja? Was macht ihr denn da? Ich bin gerne hier oben. Ich wandle auf den Stufen, meditiere über die Symbole. Umso besser, wenn ich unterwegs ein bisschen Wild erlegen kann. Besucht ihr die Graubärte? Das ist nicht die Art von Leuten, die gerne Besuch empfängt. Aber ich klettere sowieso nie so hoch. Manche, die die Reise auf sich nehmen, lassen Nahrung oder andere lebensnotwendige Dinge für sie da. Versuchen aber nicht, sie in ein Gespräch zu verwickeln. Mhm. Ja, tschüss, ne? Ja. Den hätten wir meucheln können. Emblem 2. Die Menschen wurden geboren und verteilten sich in Mundus.
Die Drachen herrschten über die kriechenden Massen. Damals waren die Menschen schwach und hatten keine Stimme. Okay, wie viele Embleme gibt's wohl, was meinst du? Naja, bestimmt 3, oder? Heißt, wir sind schon fast oben. Fast oben, ja, das wäre cool. Wir wollen mal wieder gewappnet sein, was immer hier gleich kommt. Tja, auf dem Weg nach Hochrotka hier. Oh, und ein Eiswolf. Oh, das ist erst schwieriger als sonst. Pass auf. Du machst das aber schon. Das sieht sehr gut aus. Wie ein Profi. Und der Kampf ist... Oh, der hat einen Bock getötet. Du miese Sau. Sowas geht ja wohl gar nicht. Ich meine, eine Ziege. Die hat nix. Na gut. Ziegenbock. Hat er die auch noch gelootet. Wenn der Wolf jetzt das Ziegenfell dabei gehabt hätte, ne? Wahrscheinlich auch noch Menschenfleisch oder so. Irgendwo habe ich doch gerade jemanden jaulen gehört. Mhm. Und noch ein Eiswolf. Wolltest du gerade abhauen? Gar nicht mal so unknapp. Ja, wir könnten auch den Weg in der nächsten Folge fortsetzen. Ist eine Idee. Bis dahin können wir uns noch ein klein wenig heilen und legen eine kurze Pause ein hier mitten auf dem Berg. Vielleicht finden wir auch eine kleine Höhle oder so, wo wir Unterschlupf suchen können. Vor den schwierigen Wetterverhältnissen. Es ist auch schon ziemlich kalt hier, muss ich sagen. Ja, okay, dann ein Unterschlupf. Ganz provisorisch, wir hocken uns einfach hier hin. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss. Dann.